So, heute sind wir mal auf einer kleinen Laufrunde. Wir sind schon lange nicht mehr gejoggt. Mal gucken, wie es wird. Aber die Weihnachtspfunde müssen ein bisschen purzeln. Ja, so ist es mal eigentlich recht angenehm. Moment noch. Und hier hat sich das viele Wasser auf den Weg über die Wiese gesucht. Wir sind hier im Bereich Rottweil-Gölzdorf und gleich sind wir am Linsenbergweiher. Ein richtig schönes Fleckchen. So, Herausforderung. Erstmal Gabi wieder einholen. Ich liebe schön hier. Alle Stimmung. Im Wald geht es nachher ein bisschen auf der Höhe wieder zurück und da gibt es noch einen ganz tollen Ausblick auf Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs. So, am nächsten Weiher, der Harthausweiher. Da kommt der Zug, machen wir dann nach links. Ohne Wasser derzeit. Das ist schon ein bisschen eine zähe Sache. Nach Weihnachten, nach dem vielen Essen, nach dem vielen Sitzen. So, hier ist ein Sandsteinweg. Und da geht es jetzt den Berg hoch. Da geht's hoch. Da geht es ganz schön den Stich hoch. So, wird ein bisschen weicherer Waldboden. Richtig schön. Hurra, ein halbes Radwitzbändchen abtrainiert. Ja, bei unserer Tour ist es ja mittlerweile üblich, dass der Weg nie frei ist und immer irgendwo ein Baum oder mehrere Bäume liegen müssen. Warum sollte es hier anders sein? Das ist ein Hindernis. Elegante Sprüngchen. Hüpf. So, weiter vor uns. Wenn die nicht ins Galopp gehen, dann holen wir die gerade ein. Wollen wir mal gucken. Auf den Thyssen-Testturm.
über 250 Meter hoch. Die Sonne ist schon mal wieder gleich was ganz anderes. Blick auf die alte Reichsstadt Rottweil. Wenn das mal zum Laufen kein schönes Panorama ist. Also ist doch super. Und jetzt sind wir wieder Gölzdorf. So, Blick auf die Bahnstrecke Konstanz, Rottweil, Stuttgart. Oder vielmehr auch Singen, Rottweil, Stuttgart. So, sind wir gleich am Ende der Tour. Nochmal ein Blick aus diesen Horn. Hat man schöne Aussicht von da oben, aber da gehen wir halt nicht mehr hoch. Durch dieses Gebüsch vor uns geht es jetzt nochmal immer schön den Pfad nach unten. Da sind wir schon dabei beim Parkplatz. Ich hoffe, dass du jetzt aus der Kurve fliegst. So, das erste Mal joggen? Nach 7 Wochen gar nicht so schlecht.